Willkommen zurück bei einer neuen Folge. Ich bin noch in dem Unterrichtsraum von Zauberkunst. Genau. Und bevor ich jetzt hier direkt wieder abhaue, habe ich gerade gesehen, dass ich ja nochmal mit ihr reden kann. Glaube ich. Nehme ich an. Nachdem mein Bruder den Aufrufezauber gelernt hatte, hieß es ständig Accio dies, Accio das. Überall flog Besteck rum. Das war etwas gefährlich. Ja, okay. Okay, das war einfach nur noch ein Kommentar zur letzten Unterrichtsstunde, weil wir ja den Accio-Zauber kennengelernt haben. Ich frage mich, wann wir die Flüche übrigens lernen. Hier, Schloss auf Stufe 1. Das muss ich mir schon merken. Ich sag ja, ey. Hallo, wie läuft es an deinem ersten Tag? Ist das so eine, die mir einfach die ganze Zeit auf die Nerven geht, weil sie eine beste Freundin sucht? Oder wo sind wir hier gelandet? Reden wir mit ihr. Reden wir mit ihr. Zwar sehe ich da auch Aufträge auf der Karte, klar, aber... Reden wir mit ihr. Sie tut mir leid. Hallo Samantha. Schön, dich wiederzusehen. Wie war dein erster Tag? Du scheinst im Zauberkunstunterricht gut mitgekommen zu sein. Nö. Der Unterricht war nicht allzu anspruchsvoll. Danke, aber es war wirklich nicht sehr anspruchsvoll. Mein Bruder William würde dir raten, nicht so bescheiden zu sein und auf deine Fähigkeiten zu vertrauen. Aber er überschätzt sich auch ziemlich oft. Ich sollte meine Zauberkunsthausaufgaben angehen. Für mich scheint Professor Ronans Stunden etwas schwieriger zu sein. Ich soll nicht so bescheiden sein. Ich habe gerade, eigentlich war ich ja gerade das Gegenteil. Ich war ja hardcore selbstsicher und habe gesagt, war zu luschenmäßig. Die Antwort hat gerade irgendwie nicht richtig gepasst, oder bilde ich mir das ein? Egal. Egal. So, da oben ist auch eine Kiste. Ich habe noch nicht herausgefunden, was... Hier sind überall Kistensymbolen. Irgendwie? Revelio. Nicht. Dann ist es auch immer weg, die Kiste. Jetzt gehe ich hier hin. Ist das dieses Papierteil? Ach, ich weiß es nicht. Finde ich noch... Ah, da oben. Jetzt sehe ich, da oben. Das ist die ein... Da sehe ich zumindest eine. Die ist in dem Raum von dem Duty. Aber hier soll auch eine sein. Jetzt finde ich noch heraus, was mit den Kisten ist. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Reisen erweitert den Horizont. Bin mir nicht so sicher. Bin mir nicht so sicher. Ah, noch eine Katze. Streicheln. Aufgabe in diesem Game ist, jede Katze zu streicheln, die man findet. So. Ich glaube, ich habe theoretisch keine. Du verfolgst derzeit nichts. Ja, das kann schon sein. Was gibt's denn so Schönes? Nebenaufträge sind jetzt verfügbar. Ach so, stimmt. Ich habe die Hauptaufträge schon gemacht und Nebenaufträge gibt's auch. Weasley nach dem Unterricht. Ach so, stimmt ja. Professor Weasley will mich nach ihrem... Professor Weasley will mich in ihrem Klassenzimmer sehen, das zwischen dem Bibliotheksanbau und dem Astronomieflügel am Verwandlungshof liegt. Hoffentlich hat sie etwas über den Ersatz meiner verlorenen Schulsachen zu sagen. Stimmt, das hat sie mir am Anfang gesagt gehabt, dass sie mich nach dem Unterricht sehen möchte. Mache ich das jetzt? Nö. Wo gibt es denn hier andere Dinge? Laufe ich da hin? Achso, weil ich die Nebenaufgaben entdecke ich dann quasi. Aber was ich noch nachschauen wollte, ist in dem Buch. Jetzt haben wir das ja erledigt. Genau, Herausforderung, 1%. Okay, ich bin Stufe 2. Aufträge, keine Aufgaben. Ach doch. Gekreuzte Stäbe, erste Runde. Ach so, das war das mit dem Duellierclub. Okay.
Okay. Starte deinen ersten Tag in Hogwarts. Beginne deinen ersten Tag, haben wir gemacht. Besuche den Zauberkunstunterricht, haben wir gemacht. Besuche den Unterricht zur Verteidigung gegen die dunklen Künste, haben wir gemacht. Triff Professor Weasley. Dann treffen wir doch mal Professor Weasley. Die gute Mathilda. Jo. Genau das wollte ich eigentlich. Hat es jetzt geklappt? Ja, geht doch. Okay, okay. Das ist praktisch. Also zumindest in Hogwarts, dass man sich nicht so schnell verläuft. Sagen wir es mal so. Die Frage ist, ich will halt... Hier stehen überall auch random Leute rum. Ich krempel gern andere an. So ein Verschönerungstrank wäre interessant. Doch nicht für mich, du Mondkalb. Für einen Freund. Mach dich nicht lächerlich. Das Mädchen, das in Zaubertränke in der Ecke sitzt, braucht fast immer ihren Kessel zum Schmelzen. Ich finde das ein Zaubertrank zur Verschönung. Mhm. Heutzutage nennt man das Filter. Davon abgesehen. Ich kann mit denen nicht interagieren, oder? Revelio. Ja. Laufen wir mal hier zu der... Wow. Okay, das ist cool. Sie haben auch wirklich die Gemälde gemacht. Will der da raus oder was? Ach nee, der ist erkältet. Ah, verstehe ich. Hier ist schon gestreichelt, die Katze. Kann man die mitnehmen? Kann ich mein eigenes Haustier haben? Also ich weiß gleich, dass man Tiere haben kann. Davon werden wir richtig... Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Doch, kann ich. Man muss alles laufen. Grauenvoll. Ja. Bin gespannt, man kann ja Tiere züchten oder so. Sorry, Leute, ich war kurz raus. Hier. Albi Weeks von Spitwitches hat so interessante Ideen zur Verbesserung von Besen. Kennt sich echt gut aus. Ich habe Verwandte in Albi. Oh, das sind die Snobs. Weg hier. Snobs, kein Bock drauf. Auf gar keinen Fall. Revelio. Okay. Muss ja auch diese Geheimnisse dann auch suchen. Das auf jeden Fall. Da bin ich gespannt. Ich sehe schon, dass ich 100% an Sachen dran vorbeilaufe. Okay. Da war doch gerade was. Da war doch gerade was. Handbuchseite. Fenster mit einem schlangenartigen Tierwesen. Auch wenn Slytherins gerne glauben, dass die Fenster ein Tribut an den Gründer ihres Hauses ist, ist es tatsächlich ein schlangenartiges Tierwesen, das sich um einen Baum windet, der aus dem Mund des legendären grünen Mannes wächst. Das Bild, okay. Also das Fenster. Ja, okay. Aber wenn man ein bisschen genau guckt, dann sieht man, also man sieht es. Dass da was ist, weil da dann so ein kleiner Schimmer ist. Ah, okay. Ich weiß, ich soll zu der Tante. Ich muss trotzdem gucken, was es hier gibt. Kann man das öffnen? Kann ich das kaputt machen, die Uhr? Hm. Ja, ich laufe. Ich laufe zu ihr. Ich eile. Dann latschen wir zu der guten Frau. Ich weiß, ich schaue mich so viel um. Ich muss mich aber auch so viel umschauen. Es geht einfach nicht anders. In Schwierigkeiten, was ausgeheckt? Dachte ich mir schon. Wieso ich? Ich weiß nicht genau, ob der Schulleiter gerade anwesend ist, aber wir sagen ihm, wie sehr sie ihn verachten. Ich vergesse nie, was diese Hufflepuff 1421 gesagt hat. So ein schöner Stein. Die hatte Klasse. Wie hat es gerade der also nicht übereingestimmt am Ende? Das Gerede mit den Bewegungen von dem Dekostein. Dekostein nenne ich es mal. Ich nenne es jetzt mal Dekostein. Wenn ein verschiedener Wesen jemanden trifft, dann hoffentlich
Bitte passen Sie auf, wo Sie hintreten. Denn wenn Sie auf der falschen Fliese treten, gibt es... Oh je. Hä? Okay. Ach so, es hat wahrscheinlich hier gerade jemand anders gesagt. Das hat man nicht gehört. Ich muss auch unten weiter. Okay. Oh, die Prüfungen. Sie verdienen alle nichts Besseres als ein Tee. Alter, bin ich... Ich bin gerade eben aus Versehen hochgelatscht. 142 Treppen und Sie stellen mich genau hier hin. Ich brauche die Markierung, um zu wissen, wo ich hin muss. Ach, durch die Tür. Ich sehe nicht, dass man da durch kann. Das ist für mich etwas irritierend, sagen wir es mal so. Okay. Das ist der Verwandlungshof. Ach, das wurde auch gesagt, das mit dem Verwandlungshof. Ich sehe aber echt gruselig aus. Ja, ich würde nicht mit mir reden. Ich würde nicht mit mir reden, Leute. Auf gar keinen Fall. Auftrag anfangen. Weasley nach dem Unterricht. Was ist mit dem Raum, Professor? Dasselbe habe ich mir auch gedacht, Dick. Vielleicht könntest du... Oh, entschuldigen Sie, Dick. Ah, da sind Sie. Ich hoffe, Ihre ersten Stunden liefen gut. Ja, schon, Professor. Das hörte ich von den Professoren Hackett und Ronan. Professor Fig brachte Ihnen vor Ihrer Ankunft offenbar einiges bei. Ich vermute, dass mehr hinter Ihren Reisen steckt, als Sie mir gesagt haben. Ist es nicht so? Nö. Aber nein, Professor. Aha. Als wollte man einem Thriller ein Sonett entlocken. Trotzdem müssen Sie auf dem bereits Gelernten aufbauen. Darum habe ich Ihre Professoren gebeten, Ihnen Zusatzaufgaben zu geben, damit Sie schneller vorankommen. Was? Ich bin nicht sicher, ob ich Zeit dafür habe, Professor. Die finden Sie schon. Sie werden sicher verblüfft sein, wie viel Sie noch lernen können. Professor Ronan wartet gerade draußen, um Ihnen Ihre erste Aufgabe aufzutragen. Kommen wir jetzt zu dem erwähnten Ausflug nach Hogsmeade. Wir haben dafür gesorgt, dass alles, was Sie unterwegs verloren haben, ersetzt wird. Samen, Trankrezepte und Zauberanweisungen. Danke, Professor. Und Mr. Ollivander stattet Sie mit dem perfekten Zauberstab aus. Sie sind im Unterricht gut mit dem geliehenen Zauberstab zurechtgekommen. Aber mit einem eigenen Zauberstab geht alles noch besser. Ja. Würde ich auch jetzt mal so sagen. Ich bin mal gespannt. Können Sie mir mehr über den Tränkeladen erzählen? Riecht er auch diesen Schönheitstrank her, wovon ich vorhin erfahren habe, oder? Können Sie mir mehr über den Tränkeladen sagen, Professor? Bei J. Pippins Zaubertränke gibt es diverse Trankzutaten, aber Rezepte verkaufen sie nur selten. Professor Sharp hat darum gebeten, dass man dort bestimmte Rezepte für sie bereithält. Okay. Was ist Zauberkraft? Ich weiß nicht genau, was Sie damit meinen, Professor. Was ist das? Zauberanweisungen sind eine Art Rezept zum Beschwören von Objekten. Ich erzähle Ihnen mehr dazu, wenn Sie mit der Arbeit an Verwandlungszaubern begonnen haben. Es gibt wirklich einen Ollivander hier. Ein Ollivander in Hogsmeade? Ja, sein Laden in der Winkelgasse ist wohl bekannt. Mhm. Es ist ein wahrer Glücksfall, ihn in der Nähe zu haben. Mr. Ollivander ist ein hochkompetenter Handwerker und genialer Zauberstabmacher. Ich lasse mich nur von ihm ausstatten. Okay, I'm ready to go. Ich hasse shoppen, Leute. Eigentlich hasse ich shoppen. Von mir aus kann's losgehen. Sehr schön. Bitte nehmen Sie zu Ihrem ersten Dorfbesuch jemanden aus Ihrer Klasse, mit der Sie herumführt. Vielleicht Sebastian Cello oder Natsai Omnai. Ich habe sie öfter mit Ihnen gesehen.
Nehmen wir den mit dem illegalen Duellierclub. Ich möchte mit Sebastian gehen. Sehr schön. Mr. Cello ist ein fähiger junger Zauberer und kennt die Gegend. Er sorgt dafür, dass ihn unterwegs keine von Victor Rookwoods Schergen begegnen. Rookwood? Ein ziemlich ekelhafter Einheimischer. Man geht ihm und seinesgleichen besser aus dem Weg. Wie auch seiner rechten Hand. Theophilus Harlow. Sind Sie mit Professor Ronans Aufgabe fertig, wartet Ihre Begleitung am Schlosstor. Mhm. Sie sollten sich sputen. Je eher Sie die Arbeit beenden, desto schneller können Sie in den drei Besen ein Butterbier genießen. Heinz. So, Leute. Ich muss kurz was umstellen. Und zwar hatte ich mal gerade eben aus Jux und Toleranz das Raytracing angeschaltet. Aber ich habe gerade in der Zwischensequenz gesehen, wie nachträglich das aufploppt. Also der Performance-Patch ist noch nicht raus. Das heißt, ich schalte es ab. Das ist ein bisschen, das stört mich persönlich. Dann schalte ich es nämlich aus. Genau, ich schalte das jetzt aus. Das ist mir noch nicht gut drinne. Das Raytracing, das ploppt auch selbst in den Sequenzen gerade nachträglich auf. Das ist mir zu... Ja, es ist einfach störend. Also, ich werde es wahrscheinlich aktivieren, wenn da der Patch dann draußen ist. Naja, ich hoffe, ich denke dran. So, den Auftrag haben wir abgeschlossen. Der nächste Auftrag wäre dann auch verfügbar, nicht wahr? Ja. Sprich mit Professor Ronan, um deine erste Hausaufgabe zu erhalten. Aufgaben sind Aufträge, die dir von Hogwarts-Professoren gegeben werden und die dich mit neuen Zaubersprüchen belohnen, wenn du sie erfüllst. Die Belohnung für den Abschluss deiner ersten Aufgabe ist der Wiederherstellungszauber Reparo, den du für andere Aufträge benötigst. Du kannst die Aufgaben und ihren Fortschritt im Auftragsmenü in deinem Handbuch einsehen. Jo. Okay, gut zu wissen. Jo, ich glaube... ist definitiv besser. Ja. Wenn ich mal kurz... Oh Gott, ich habe die Taste verwechselt. Ich habe mich gerade richtig erschrocken. Katze, die hatte ich schon, oder? Ich weiß halt nicht, wie viele verschiedene Katzen es gibt, aber Katze streicheln, wenn man an Katze vorbeigeht. Ich wollte mich schon in Beauxbatons melden, um Professor Black. Ja, so Hausaufgaben. Wieso muss ich so viel extra Aufgaben machen? Da sind sie. Nee, ich sehe nur so aus, als hätte ich Bock. Können Sie mir vielleicht einen neuen Zauber beibringen? Ja, in der Tat. Einen wirklich nützlichen Zauber. Den Wiederherstellungszauber Reparo. Der repariert wirklich alles. Jedes Objekt ist im Handumdrehen so gut wie neu. Klingt, als könnte es nützlich werden. Öfter, als man es sich vorstellen mag. Wie Professor Weasley erwähnte, bin ich nicht der Einzige, der Ihnen Zauber außerhalb des Klassenraums beibringen wird, damit Sie mit Ihren Freunden mithalten können. Einige Professoren haben sich ebenfalls bereit erklärt, aber zuvor werden sie von Ihnen vorbereitende Aufgaben verlangen, um Ihre Zauberkunst zu verfeinern. Ich habe einige vorbereitet. Sehen Sie sie sich an und dann melden Sie sich bei mir. Dann werden Sie Reparo im Handumdrehen erlernen. Wofür sind diese Aufgaben? Warum muss ich für Reparo erst Aufgaben abschließen? Keine Unterrichtsstunde kann praktische Erfahrung ersetzen. Und diese Aufgaben werden Ihnen genau das beweisen. Erfahrung ist unerlässlich beim Erlernen einer neuen Magieform. Okay. Ich mache mich sofort an die Aufgaben, Professor. Bin so nett. Warum bin ich so nett? So, sammle das fliegende Blatt in der Nähe der zerbrochenen Statue ein. Sammle das fliegende Blatt im Turm für Verteidigung gegen die dunklen Künste ein. Ist das euer Ernst? Revelio. Handbuchseite. Erstmal das Wichtige. Die Geheimnisse. Wyvernbrunnen. Ich glaube, es voll falsch vorgelesen. Die Spitze dieses Springbrunnens im Verwandlungshof ist mit dem Abbild eines Wyverns verziert und dient als Ort, an dem Schüler und Schülerinnen sich entspannen können.
Trotz gegenteiliger Gerüchte, die möglicherweise von Sir Cadogan in die Welt gesetzt wurden, handelt es sich hier ganz sicher nicht um den Wyvern von Wy, der von den lebhaften Ritter selbst erschlagen wurde. Okay. Eigentlich wollte ich gucken... Ach, da ist das Blatt, oder? Da. Fange ich das hier ein? Bin ich richtig. Wo ist nur die fliegende Seite? Na, da. Komm her. Kann ich die denn einsammeln? Jetzt habe ich sie aber getroffen. Ja, vielleicht mit. Geht doch. Okay. Also, nicht immer nur diesen Basiszauber, sondern auch die anderen Zauber. Gehen wir zum Klassenraum Verteidigung gegen die dunklen Künstler. Da soll das Andrea noch sein. Ich habe gedacht, ich komme hier durch. Revelio. Dann halt nicht, dann laufe ich gerne außen rum. Ach, hier durch die Tür. Ich erkenne die Türen nicht. Für mich sieht es aus wie Dekotüren und nicht, dass man da quasi durchgehen kann. Hier muss irgendwo eine fliegende Seite sein. Ja, dann schauen wir uns doch mal um. Da. Klasse. Kehre zu Professor Ronan zurück. Natürlich. Kein Problem, mache ich doch super gerne. Ich hoffe, die ersten Aufgaben haben Ihnen nicht zu viel Mühe bereitet. Doch. Ich habe die Aufgaben erledigt, Professor. Fabelhaft. Mit Basiszaubern kennen Sie sich offensichtlich aus. Versuchen wir es mal mit dem alten Wiederherstellungszauber, ja? Denken Sie an präzise Aussprache und Bewegungen. Und das Ganze bitte mit Elan. Also dann, Zauberstab bereit. Ja, Sir. Elan gibt's bei mir nicht. Denken Sie daran. Ihr Zauberstab ist ein Fokus für Ihre Magie. Es läuft richtig gut hier wieder. Wie ich mich freue. Ich hoffe, ich sehe in der Facecam nicht genauso aus wie mein Charakter. In dem Moment. Mit dem Wiederherstellungszauber Reparo kannst du zerbrochene Objekte und Teile in der Umgebung reparieren. Also die ganzen Schalen, die ich nachher kaputt mache, weil ich denke, das was trinkt, kann ich also wieder reparieren. Ah, und die Brücken, okay. Ah, ich sehe schon, ist geil. Okay. Ja, also wenn... Okay. Genau so, sehr gut. Wenn Sie das Reparieren üben möchten, versuchen Sie es mit der zerbrochenen Statue in der Nische am Wasser. Angeblich stellte sie Herzschmerz dar. Vielleicht hat das eine verlassene Seele etwas zu sehr aufgebracht. Soll ich dir mal Herzschmerz zeigen, mein Lieber? Aber eher als Herzinfarkt. Habe ich die Aufgabe jetzt noch offen? Ich glaube, die habe ich doch noch offen. Gleich noch offen. Sind hier meine Aufträge? Nee, ich könnte jetzt eigentlich nach Hogsmeade gehen. Aber ich Aufgaben, Beziehungen, sekundär. Ja, das war das legale Ding. Okay. Nee, dann haben wir. Dann kann ich jetzt nach Hogsmeade. Oh, ich habe die nicht markiert. Ich muss am Anfang noch markieren. Was habe ich hier noch? Sammlungen? Ah, jetzt habe ich hier was. Ah, Handbuchseiten. Das ist das, was ich immer vorlese. Okay. Muss ich, lese ich nicht jetzt nochmal vor, weil hatte ich ja schon Aufträge. Okay, das ist die Prozentzahl, wie ich meine Aufträge abschließe. Aufgaben an sich so abschließen. Die anderen Aufgaben, ja. Ich weiß, man kann, das wird einem so krass angezeigt, dass man eigentlich zu jedem Fragezeichen gefühlt rennen kann. Ich finde es aber cool, wenn man das selbst irgendwie so entdeckt.
Also, ein bisschen denken wäre schon schön. Ich weiß, es wird hier einem so ein bisschen abgenommen. Mal sehen. Das ist cool, man kann hier alles doch so ein bisschen bewegen lassen. Das kann doch nicht so schwer sein, wie es aussieht. Lenora Everlade. Was ist los? Ich spreche sie jetzt mal an. Hallo, wir kennen uns noch gar nicht. Oh, hallo. Ich bin Lenora. Verzeih mir, wenn ich gerade etwas abgelenkt wirke. Alle halten mich für durchgeknallt. Samantha denkt, ich sei verrückt. Aber das liegt an diesem Bild. Ich habe es noch nie bemerkt. So wie ich Hogwarts kenne, taucht ein leerer Rahmen nicht ohne Grund auf. Da steckt mehr dahinter. Was hast du darüber herausgefunden? Hast du inzwischen etwas über das Gemälde herausgefunden? Ich habe herausgefunden, dass Lumos einen Effekt hat. Aber wie soll ich weiter vorgehen? Gibt's noch mehr? Gibt es in der Schule noch mehr leere Gemälde? Ja, ein paar. Dieser ganze Ort ist ein Rätsel, um ehrlich zu sein. Wenn ich dieses Rätsel lösen kann, kann ich auch die anderen schaffen. Also fange ich einfach hier an. Brauchst du Hilfe? Ich sehe mich um, wenn ich Zeit habe. Könnte interessant sein. Ich habe mir lange genug das Hirn zermartert. Ich hoffe, du hast mehr Glück als ich. Denke nicht, denke nicht. So, auf. Komm bitte zu mir, falls du über etwas Erhellendes bezüglich des Rätsels stolperst. Ja. Wenn ich das mache, komme ich vorbei, wenn ich das mache. Wie eine Motte zum Rahmen. Die Aufgabe haben wir gerade bekommen. Okay. Entdecke das Geheimnis des Gemäldes. Ich würde mal gucken. Revelio. Ich finde irgendwas mit Schmetterlingen. Ich kann. Lumos hatte Lumos. Auswirkungen. Das muss ein Hinweis sein. Ich sollte schauen, ob es in der Nähe ist. Ah, okay, ich sehe einen Spiegel. Das ist nicht das, was hinter mir ist. In der Nähe, ja? Ich sehe da so eine. Was ist das für eine Statue? Wieder so eine Statue. Ich mach das jetzt mal kurz nebenbei, Leute. Es müsste in der Nähe sein, hat sie gesagt. Ich kenne mich hier nicht gut genug aus, um zu sagen, wo das ist. In der Nähe kann auch 5 Kilometer bedeuten. Hören wir uns mal um. Gewundert, wo die Musik herkommt vom Gemälde. So weit oben. Ich gehe gleich wieder runter, um zu schauen. Ich glaube, das ist doch nicht mehr in der Nähe. Also für mich wäre das nicht mehr in der Nähe. Jeder hat ja eine andere, ich nicht, Meinung von Nähe. Ja. Diese Statue bewegt sich. Eine Seite. Zurück in den Rahmen mit dir, kleine Motte. Ja. Aber ich habe gerade auch eine Buchseite gesehen, oder war das die Motte? Da die Buchseite hole ich gleich auch noch. So. Und wie schaffe ich es jetzt, dass sie da reingeht? Ha, ich wusste, es gibt eine Verbindung. Ich sollte Lenora sagen, dass ich das Rätsel gelöst habe. Wie eine Motte im Rahmen. Handbuchseite auch noch. Ach so, ich hab's eingepackt. Das. Okay. So kann man es auch machen. Aber ich hätte gern diese Seite. Handbuch. Also da die Seite, die da rumfliegt noch. Ich das jetzt? Ich glaube, ich bringe die noch vorbei. Ich bringe die noch vorbei und dann gehe ich nach Hogsmeade. Ah. Wir haben ja Zeit. Ich hasse shoppen. Ich hasse shoppen, also drücken wir uns davor.
Ach echt, die steht jetzt da. Die hat gesehen, wie ich das gelöst habe. Warum muss ich hochgehen? Lenora, ich habe das Rätsel des Bildes gelöst. Wirklich? Wie? Ich bin den Hinweisen gefolgt. Ich habe den Ort auf dem Bild gefunden und mit Lumos eine Motte zum Rahmen gelenkt. Alles sehr logisch, ja. Schade. Ich war so nah dran, es zu lösen. Nee, warst du nicht. Du hast ein Händchen für Rätsel. Nati ist auch gut darin. Amit auch, obwohl er sie zu ausführlich erklärt. Ich bin froh, dass es gelöst ist. Gut. Die Motte! Wie habe ich das übersehen? Gut, dann haben wir jetzt nämlich, ich habe was bekommen. Haben wir das auch geklärt? Haben wir das geklärt? Gibt's überall Sachen, ey. Ups, ich habe die Bücher umgeschmissen. Jetzt aber, gehen wir mal hier wegen Hogsmeade. Dann habe ich das erledigt. Dann habe ich wenigstens mal den Zauberstab, der mir zusteht. Nebenbei, ich weiß nicht, ich fühle mich hier irgendwie zu nett. Die formuliert alles so nett. Ich glaube, ich muss hier mal andere Seiten aufziehen. Sagen wir es mal so. Ah, jetzt. Sehe den Weg nicht. Was? Die singen. Okay, die singen. Aber hat er dem einen gerade eine gescheuert? Ist das richtig gesehen? Kann ich mit dem reden? Wie sieht der denn aus? Was hat der denn? Alter. Ach nee, das war ein Grafikbug. Das ist ein Grafikbug, wenn er an mir vorbei ist. Hallo. Oder? Ich habe keine Ahnung. Das sind, glaube ich, keine Tattoos. Egal. Die Statuen summen. Oh, gut zu wissen. Statuen summen. Ich werde mich nicht irritieren lassen. Also werde ich schon. Ihr seht es. Meine Mutter freut sich so darauf, dass ich. Die haben alle Dreck im Gesicht, oder? Sie schreibt mir fast täglich. Die Familieneule kann nicht mehr. Soll das so sein? Mit meinen Geschwistern das ist, glaube ich. Es ist etwas brutal, aber man kann. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt Male sein soll oder nicht. Ach ja, mit Sebastian soll ich ja shoppen gehen. Schön. Revelio. Er wird noch sein blaues Wunder erleben. Ich will mal fragen, ob du noch einen Federkiel hast, den ich mir ausleihen könnte. Kann ich das jetzt auch einsammeln? Geht doch. Handbuchseite. Die Glocken der drei Schwestern. Man sagt, die Glocken der drei Schwestern seien ein Tribut an der drei gleichnamigen, wunderschöne, steile Bergkämme, die sich majestätisch über einen Schlucht in Agylchir erheben. Gerüchten zufolge kann man sie in der Schlucht weit über das Hochland hinaus läuten hören, wenn sie im Schloss geläutet werden. Die Einheimischen sind seit Jahren über das geheimnisvolle Läuten verblüfft. Ehrlich gesagt, wie manche diese okay, also immer so Statue und Gemälde, das habe ich mir nämlich fast schon gedacht, da sind diese Handbuchseiten. Und Geist, wer denn? Das nervt ihn eigentlich nicht. Schade, da ist eine Handbuchseite. Da ist eine Handbuchseite. Ich muss da öfter mal hochgucken. Bei 7 von 8 schon. Das habe ich bestimmt schon übersehen. Egal, ich. Na, sieh an, wer hier ist. Nö, doch noch nicht. Wir gucken, was sind da? Ist hier was drin? Ach so, das war ein der Schnellreisepunkt. Okay, ich habe mich gerade echt gewundert. Erstmal Truhe looten. Wofür? Brauche ich eigentlich Geld? Revelio. Wo habe ich eigentlich mein Geld her, um jetzt gleich shoppen zu gehen? Hallo, wie schön Sie zu sehen. Weiß ich nicht, Schloss auf Stufe 1. So komme ich hier nirgendwo rein. Ich muss überall nachher einbrechen. Ja, jetzt gehen wir los, Leute. Shoppen. Hallo, Sebastian. Ah, mein neuer Schützling. Ich höre, du benötigst dringend ein paar Dinge und ich soll dich deshalb nach Hogsmeade begleiten. Ist das dein erster Besuch im Dorf? Ja, seitdem ich hier bin, habe ich Hogwarts nicht verlassen. Nun, dann will ich mich bemühen, dich mit dem Ort bekannt zu machen. Hogsmeade ist ein charmantes kleines Dorf, selbstversorgt. Dort sollten wir alles finden, was du benötigst. Wollen wir? Hm.
Bin gespannt, ob wir da wirklich alles finden. Ja. Natürlich war ich da noch nicht. Das ist mein erster Tag. Ich hätte jetzt die Musik verstanden, ich wenn er... Ich bin froh, dass Professor Weasley mich mitgeschickt hat. Ich auch. Danke übrigens. Natürlich. Du bist die Einzige, die mich im Duell besiegt hat. Ich denke, ich sollte dich lieber im Auge behalten. Mhm. Sonst kann sein, dass ich dich von hinten Weasley, töte. Sie scheint dich echt ins Herz geschlossen zu haben. Noch? Wirklich? Das höre ich gerne. Ich bin überrascht, dass Professor Weasley mir etwas anvertraut, so oft wie ich schon nachsitzen musste. Du musst also ziemlich oft nachsitzen. Nur so viel, wie nötig ist. Mich hier wie beim Auto rennen. Apropos nachsitzen, der Ausflug nach Hogsmeade hat's mir vielleicht erspart. Schön, dass ich helfen konnte. Madame Scribner, die Bibliothekarin, war, wie so oft, hinter mir her. Professor Weasley kam, um mich zu holen und überzeugte die alte Scribner, ich hätte noch was zu tun. Eichhörnchen! Also, wie hast du es dir mit der Bibliothekarin verscherzt? Tja, das liegt wohl an unseren Meinungsverschiedenheiten. Sie ist der Meinung, ich sollte die verbotene Abteilung nicht betreten, aber ich sehe das etwas anders. Oh, einen Moment. Hier kann man gut Flohfliegen sammeln. Sie sind hübsch, aber wenn man sie lange genug schmort, sind sie auch eine potente Zutat für Zaubertränke. Aha. Ach, diese Trompetenpflanzen, die sind so lustig. Okay. Er wartet ja. Da muss er mal kurz warten, nicht? Den Rest erkundige ich später. Also ich werde jetzt wirklich, glaube ich, relativ straight da jetzt hin. Wie auch immer, wie lange wir auch immer latschen. Da, aus dem verbotenen Wald. Was ist denn? Schau selbst. Beeindruckend, oder? Das sieht man wirklich nicht jeden Tag. Oha. Ja. Poppy hat die Hippogreife schon gesehen? Auf jeden Fall. Links siehst du den verbotenen Wald. Schüler haben dort keinen Zutritt. Daher der Name. Richtig. Sie halten ihn für zu gefährlich. Ich finde, sie sollten mehr Vertrauen in unsere defensiven Fertigkeiten haben. Ah, gleich hinter den Ruinen sieht man schon Hogsmeade. Ah ja, ich finde... Erst mehr Vertrauen brauche ich nicht. Alles gut. Hattest du schon Gelegenheit, das Schloss zu erkunden? Sind das hier? Ein wenig. Es ist gewaltig. Das stimmt. Ich bin schon 5 Jahre hier und stehe immer noch am Anfang. Es gibt so viel zu sehen und zu entdecken. Aha. Irgendwas, was du mit uns teilen möchtest? Na, irgendwann vielleicht. Ich kann dir schlecht all meine Geheimnisse verraten. Hä? Naja. Du hast mir noch gar nicht gesagt, wie du so gut im Duellieren geworden bist. Ich hasse Menschen. Ganz einfach. Reicht es als Begründung? Ich fand Testrale, die Kutschen ziehen, immer etwas grausig. Ich finde sie toll. Aber ich nehme an, dass die meisten Menschen sie gar nicht sehen. Aber du kannst sie sehen. Leider. Aber du selbst hast auch schon einiges gesehen. Vor allem diesen Drachenangriff. Hoffentlich verläuft dein restliches Jahr ruhiger. Katze! Netter ohne die Vertrauensschüler in den Gemeinschaftsräumen. Wir sollten sie alle loswerden. Wir sollten alle Vertrauensschüler loswerden. Das sind die Slytherins hier, ja? Ich selbst finde den Ort. Wie weit denn noch? Mr. Moon, der Hausmeister von Hogwarts, sieht etwas mitgenommen aus. Hm, nicht mein Problem. Hallo, Mr. Moon. Kennen Sie unseren Neuzugang schon? Freut mich. Sie sollten umkehren, Mr. Shallow. Umkehren und wegrennen. Ist alles in Ordnung, Sir? Er sah mich an, mit Augen groß wie Untertassen. Was, Mr. Moon? Ein Demi-Geist. Hässlich, haarig, furchterregend. Ich bin dann im Schloss, wo es sicher ist. Viel Glück Ihnen beiden.
ich Glück haben werde, weiß ich noch nicht. Ein Demigeist? Ich weiß nicht, was der in seinen Kürbissaft kippt, aber er hatte wohl zu viel davon. Ich habe Mr. Moon noch nie so erlebt. Mr. Moon ist recht eigen. Meine Schwester Anne mag ihn, aber ich finde, er könnte sich als Hausmeister mehr Mühe geben. Oh, ist deine Schwester auch in Slytherin? Ja, besser gesagt, sie war es. Zurzeit ist sie krank, aber sie wird schon bald nach Hogwarts zurückkehren. Revelio! Ich hab da was blitzen sehen. Okay. Hogsmeade. Eine Handbuchseite mal wieder. Hogsmeade, das einzige echte Zauberdorf in Großbritannien, ist seit Jahrhunderten ein beliebter Ort für Hogwarts-Schüler ab der 3. Klasse. Ja. Irgendjemand will ja auch mal shoppen gehen. Wie schnell die auf mich zugerannt kam. Sind wir aber da. Schön. Das ist ja voll. Ich habe keinen Bock mehr. Können wir zurückgehen? Sind mir zu viele Menschen. Ehrlich, wenn man die Magie dieses Ortes abfüllen könnte. Ich weiß nicht, ob es die Läden oder die Menschen sind, aber Hogsmeade hat etwas an sich. Es zieht uns hin wie die Motten zum Licht. Revelio. Okay, hier ist Cedarins gefährliche Kessel. Dieser wackelige Stapelkessel vor Cedarins Laden wirbt für die Waren darin. Das nenne ich mal Marketingstrategie. Es ist übrigens nicht ratsam, Kessel auf diese Weise zu stapeln. Es mag zwar auffällig sein, hilft aber nicht unbedingt beim Brauen wirkungsvoller Zaubertränke. Ah ja. Vielleicht schon, weil du hoffst, dass das eine oder andere Ding umkippt. Ja, ich gehe weiter. Ist bestimmt noch mehr, oder? Ja, da hinten gibt's noch was. Ich wollte gerade sagen, ich wette, vor jedem Laden ist eine Handbuchseite. Ach nee, das ist da drinne. Ah, okay. Es sind Kisten da drin. Ja, ich komme. Wir können weiter... Ganz chillig hier, ganz gechillt, Leute. Die hatte zu viel, oder was? Also, wie machen wir es? Weasley meinte, du hast eine Liste mit Dingen, die du brauchst. Einen Zauberstab zum Beispiel? Mhm. Ja, Diptamsam, Anweisungen und Zaubertrankrezepte. Perfekt. Bin gespannt auf deinen neuen Zauberstab. Ich erst. Und eine kurze Liste lässt dir genug Zeit, um den Ort zu erkunden. Ich muss kurz in einen Laden und was für meine Schwester holen. Komm zum runden Platz, wenn du fertig bist. Ach, ich darf jetzt alleine? Hab Spaß, es ist Hogsmeade. Okay, das Dorf Hogsmeade steckt voller Interessenspunkte. Läden und andere interessante Dinge, die du mit Hilfe deiner Karte im Handbuch entdecken kannst. Ja, da gucken wir doch gleich mal. Ich weiß, okay, also hier hat alles eine extra Karte. Ich muss nicht suchen. Das heißt, ich weiß von Anfang an, wo es ist. Okay, ich hätte jetzt gedacht, ich muss einmal suchen gehen. Scherzartikel laden. Die drei Besen, na, das kennen wir ja. Ollivanders, jo, da muss ich hin. Sportbedarf, ich brauche einen Besen. Hier, Zaubertränke. Da muss ich die Anweisung, glaube ich, holen. Eberkopf, okay. Wälzer und Schriftrollen. Besenknecht Sonntagsstart. Ein Bekleidungsgeschäft für elegante und exzentrische Zauberer. Okay. Madame Snellings Locken. Ein Friseurgeschäft. Aha. Schnabel und Brut. Ein Geschäft für Tierwesen. Bedarf. Oh, ja. Platz von Hogsmeade. Ja, da treffe ich ihn dann. Die Play und Söhne. Das lokale Teehaus. Teehaus. Honigtopf. Ein süßes Warenladen mit allerlei zauberhafter Küsse. Ja, da gehe ich auf jeden Fall rein. Was ist das? Der alte Narr, ein verlassenes altes Gebäude in Hogsmeade. Da werde ich bestimmt ab und zu hingehen müssen. So, besuche den Wälzer und Schriftrollen, besuche Ollivander, die Zaubertränke und die magische Rübe. Die vier soll ich auf jeden Fall jetzt so machen. Na dann. Suche ich jetzt die ganzen Läden. Ich bin jetzt echt gespannt. Ich würde sagen, wir gehen erst den Zauberstab holen. Das interessiert mich gerade am meisten, der Zauberstab. Und außerdem müsste das doch hier irgendwo hier.
wir uns irgendwie markieren eigentlich? Wegepunkt festlegen. Ja, okay. Was für ein Wegepunkt? Bei Merlins. Kann ich das du... Nicht schon wieder. Ich kann einfach was aus einer Kiste nehmen, die in einem Laden, in einem Haus von jemand anderem ist. Kenne ich nicht. Ihr wisst, wie ich bin. Ich werde so viel klauen jetzt. Ich bin gleich bei... Ah, Sie sind es. Einen Moment bitte. Ah. Guten Tag, ich suche... Einen neuen Zauberstab, ja. Höchste Zeit. Ja, ich... Höchste Zeit? Sie sind noch neu in unserer 5. Klasse, oder? Ach, was rede ich? Natürlich sind Sie's. Gestatten, Gerbold Ollivander. Aber Sie haben sicher bereits von den Ollivanders gehört. Den besten Zauberstabmachern der Welt. Freut mich, Sie kennenzulernen. Wirklich. Gut, kommen Sie. Finden wir den perfekten Zauberstab für Sie. Nein, du nicht. Ja. Mächtiger Kern. 10,5 Zoll. Könnte gehen. Hier, probieren Sie den. Will ich mir den eigentlich aussuchen? Sie. Seltsam. Nochmal, na los, schwenken Sie richtig. Jo. Oh je. Läuft. Der passt ja gar nicht zu Ihnen, was? Ey. Wir finden schon etwas für Sie. Nein, du nicht. Vielleicht. Ja. Edelholz, 13¾ Zoll, Drachenherzfaser. Probieren Sie diesen aus. Den will ich nicht, der ist scheiße. Sieht doof aus. Sehr gut. Ach, Herr Je. Für dich geht's wohl zurück ins Regal. Das ist doch weitaus kniffliger, als ich angenommen hatte. Sehr verblüffend. Wo bist du? Vielleicht du? Da bist du. Ja, du könntest der Richtige sein. Hier, nehmen Sie. Oberstab fertigstellen. Okay, geil. Ich darf mir den selbst herstellen, ja? So. Naturgrau. Ich nicht. Kann ich denn? Und wie kann ich hier sagen, ich will eine andere Farbe? Kann ich nur sagen, Naturgrau? Zauberstabs. Ach, hier. Interessant. Was ist das? Zauberstab fertigstellen. Ach so, okay. Warmes Braun. Faszinierend. Warmes Braun. So, was gibt's hier noch? Kerbe. So klassisch vielleicht. Spirale. Nee, lieber nicht. Wirklich interessant. Ist auf gar keinen Fall. Alter. Noch ein bisschen runder, die... Nein. Nee. Faszinierend. Sie sieht aus wie ein Ast vom Baum. Nee. Den hier, glaube ich. Der ist schlecht und ein bisschen gedreht. Ah, es gibt unterschiedliche Farben pro... Wirklich interessant. Pro Stab. Ich würde... Schwarz. Schwarz. Holzart. Okay. Ich hätte ganz gerne Schwarzdorn, schwarze Walnuss, Zeder, Kirsche, Kastanie, Zypresse, Hornstrauch, Ebenholz, Holunder, Ulme, Sommereiche.
Tanne, Weißdorn, Haselnuss, Stechpalme, Hainbuchenhecke, Lärche, Lorbeer, Ahorn, Birne, Pappel, Roteiche, Rotholz, Eberesche, Silberlinde. Oh Gott, ja, ich lese euch jetzt nicht. Also. Aber ich glaube, ich nehme den schwarze Walnuss. Faszinierend. Länge? 13. 13 Zoll, genau 13. Flexibilität. Also okay, es gibt quasi biegsam und Stein. Ziemlich peitschend. Elastisch, spröde, hart, solide, starr, unnachgiebig. Unnachgiebig. Es gibt echt, okay, es gibt richtig viele verschiedene Sachen. Peitschend, geschmeidig, überraschend geschmeichig. Also so biegsam, möchte ich nicht. Flexibel, weiß ich nicht. Leicht federnd. Leicht peitschend. 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 Wirklich interessant. Zauberstabkern. Drachenherzfaser, Phönixfeder, Einhornhaar. So. Drachenherzfaser, die als Zauberstabkern dient und bekanntlich mächtige Magie erzeugt. Einhornhaar. Ein Zauberstab mit Einhornhaar ist sehr zuverlässig und seinem Besitzer treu. Okay. Das Haar eines Einhorns, das als Zauberstabkern dient, ist bekanntlich beständige Magie erzeugt. Und Phönixfeder? Ah, die Phönixfeder. Außergewöhnlich selten und ein Kern mit einem Hang zur Initiative. Die Feder eines Phönix, die als Zauberstabkern dient und eine große Bandbreite an Magie erzeugen kann. Und was sagt ihr nochmal zu Drachenherz? Ein Stab mit Drachenherzfaser ist sehr mächtig und lernt schnell. Ach, das ist so schwierig, Leute. Das ist so schwierig. Das ist so schwierig. Ich glaube, ich nehme... Also vom Zweck fände ich jetzt Drachenherzfaser cooler, aber Phönixfeder hört sich halt schon geiler an, muss ich in dem Moment wirklich mal sagen. Ich nehme die Phönixfeder. Faszinierend. Oder? Ich mache Einhorn, nein. Wirklich interessant. Ich mache Einhorn, das passt nämlich gar nicht zu mir. Ich nehme das jetzt einfach mal, weil von außen denkt man sich das einfach nicht. Was meinen Sie? Außergewöhnlich. Und so beginnt eine weitere strahlende und magische Zukunft. Na, wie hat sich das angefühlt? Gut. Anders. Ich habe etwas wie ein Auffallen gespürt. Ein perfektes Paar. Ihre Bindung scheint besonders mächtig. Der richtige Zauberstab lernt von Ihnen, wie Sie von ihm lernen. Ich möchte ihn ausprobieren. Sehr gern. Wenn Sie ihn gut behandeln, gibt es keinen verlässlicheren Zauberstab als einen mit Einhornhaar. Und die Verbindung zu Ihrem Zauberstab sollte nur stärker werden. Erschrecken Sie nicht über die Fähigkeit Ihres Zauberstabs, Ihre Absicht zu erahnen. Vor allem in Momenten der Not. Klingt wundervoll, Mr. Ollivander. Ich werde Sie nicht länger aufhalten. Kommen Sie wieder zu mir, wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann. Okay. Das haben wir erledigt. Es fand's cool, dass man den selbst herstellen konnte, den Zauberstab. Also ein bisschen auswählen konnte, wie er sein soll. Finde ich cool. So, ich würde jetzt hier direkt gegenüber. Muss ich doch noch hingehen? Ja. Ah, nee, das war der Sportbedarf. Ich glaube, ich habe gar kein Geld. Gehen wir zu den Zaubertränken. Ich mache mir jetzt keine Markierung. Das kann ja wohl nicht so schwer sein, hier einmal um die Ecke zu latschen und da hoch und dann um die Ecke zu latschen.
Also, hoffe ich doch mal. Katze. Und weiter. Also mit... Achso, ist ein Flummi. Es gibt... Jetzt mal ein Flummi gesehen habe, ist aber auch lange her. Ist wirklich lange her. Ist das hier? Ach, das ist der Zaubertrankladen. Gibt's ja was zu entdecken. Ah ja, drin ist eine Kiste. Willkommen bei J. Pippins. Ja, und da ich ja gemerkt habe, dass man hier einfach überall reingehen kann. Eine Schutzbrille hatte ich, okay. Da hinten gibt es eine Buchseite. Ist das richtig? Hat der etwa hier hinter irgendwo noch eine Tür oder so? Oder ist die Buchseite außerhalb von dem Schuppen hier? Okay, reden wir mit ihm. Ich brauche die Sachen. Verzeihung, Sir. Oh, so ein Glück. Als ich die Glocke hörte, dachte ich, sie wären Miss Lawang. Nicht, dass sie sich hier blicken lässt. Obwohl, sie habe ich hier auch noch nie gesehen, glaube ich. Tatsächlich bin ich zum ersten Mal in Hogsmeade. Tatsächlich? Nun, Perry Pippin, zu Ihren Diensten. Sie sind bei J. Pippins Zaubertränke. Tränke für jede Gelegenheit. Das steht schon auf dem Schild, aber Großvater wollte immer, dass ich es sage. Wie kann ich Ihnen helfen? Professor Weasley schickt mich. Ich brauche ein paar Rezepte. Ich bin neu in Hogwarts. Ihretwegen hat sie die Eule geschickt. Ich habe alles sofort bereitgestellt. Wenn Sie so sind wie ich in Ihrem Alter, dann wollen Sie Ihre Trankzutaten so schnell wie möglich. Ist das Tränkebrauen nicht eine faszinierende Kunst und so wirkungsvoll wie jeder Spruch, meine ich? Sind Zaubertränke wirklich so vielseitig? Sie sind zwar nicht so eindrucksvoll wie Zauber, aber sie sind genauso mächtig. Sie können heilen, vernichten, schützen. Das werden Sie bald zu Genüge erfahren. Da Sie zum ersten Mal hier sind, sollten Sie wissen, dass ich nicht nur Trankrezepte verkaufe. Ich biete auch fertige Gebräue für verschiedenste Gelegenheiten und kreiere auch neue von Zeit zu Zeit. Kommen Sie immer mal vorbei, um nichts zu verpassen. Aber jetzt holen wir Ihnen erstmal die Rezepte, ja? Mhm. Wie kann ich heute behilflich sein? Okay, das ist markiert, was ich brauche. Wie kann ich heute behilflich sein? Das ist wahrscheinlich sein Standardsatz dann. Eduras Trank. Das Rezept für einen Trank, der auf der Haut des Trinkenden einen felsigen Film entstehen lässt und ihn vor Schaden schützt. Okay, hier ist so ein Schutzding. Soll ich holen? Und Mega-Power-Trank-Rezept. Na, den kennen wir schon, den Heiltrank. Sehen Sie sich ruhig den Rest meines Inventars an. Oder kommen Sie wieder, wenn Sie es heute eilig haben? Ich besitze 314 Münzen, die ich auch nur von irgendwo her gefunden habe in Kisten. Aber es wäre richtig teuer. Aber er hätte noch mehr Tränke. Kann ich mir alles nicht leisten. Schade. Ach so, und die Ausrüstung hat er auch. Dunkle Schiebermütze, beige Schal. Ja, damit beschäftige ich mich wann anders. Ich habe ja eh keine Kohle. Gut, weiter. Gehen wir zum nächsten. Da ist so eine Buchseite. Die habe ich doch gerade noch gesehen. Hier schnarcht irgendetwas. Sammle Handbuchseiten in Hogsmeade. Okay. Revelio. Also überall gibt's Handbuchseiten. Hier schnarcht irgendjemand. Gemeinschaftsgarten von Hogsmeade. Dieser kleine Gemeinschaftsgarten im Herzen des Dorfes ist der perfekte Ort zum Anbauen verschiedener Kräuter und friedfertiger Zauberpflanzen. Und hier schlafen Leute, sehe ich die mehr. Das ist richtig. Wenn ich die Sachen pflücken, ist ja ein Gemeinschaftsgarten. Ich muss ja definitiv noch einmal hinlang gehen und mir alles anschauen. Aber jetzt mache ich erstmal den Auftrag fertig.
Wälzer und Schriftrollen. War das nicht hier unten? Ja, sag ich ja. So eine Markierung. Mir egal. Mitgefangen, mitgehangen. Schon scheiße, Leute. Schon scheiße. Revelio. Nee, weil Schlösser. Kennt er? Achso, hier um die Ecke. Ach, das, hier bin ich ja vorhin reingekommen. Ein neugieriger Geist. Nee, aber gibt's hier eine Kiste? Da hinten ist was. Interagieren. Das ist ein Buch. Okay. Okay, okay. Guck jetzt erstmal da oben, bevor ich mit dem rede. Das ist ja cool. Das heißt, man sieht das von Anfang an gar nicht. Was hat der hier für Sachen stehen, ey? Da ist eine Kiste. Mega-Power-Trank. Sagt, ich find's doch mal krass, dass ich in einem Haus über die Kisten gehen kann. Ich kenne das nicht. Ich kenne das nicht. So. Ich brauche Sachen. Verzeihung, Sir. Ich soll hier Zauberanweisungen für Professor Weasley abholen. Mathildas Schülerin also. Dachte ich mir, dass sie vorbeikommen. Ich bin der Eigentümer. Thomas Brown. Dann hatten Sie Ihre erste Beschwörungsstunde? Nee. Nein, leider noch nicht, Sir. Ach, das kommt schon noch. Etwas aus dem Nichts zu erschaffen, ist Magie in Reinkultur. Natürlich ist das Ganze sehr komplex, aber da helfen meine Zauberanweisungen. Bleiben Sie dran, dann werden Sie Professor Weasley bald beeindrucken. Zumindest werde ich mir alle Mühe geben, Mr. Brown. Ich freue mich schon darauf. Oh, und ich mich erst. Mit den Zauberanweisungen kann man einzigartige Dinge beschwören, wie eigene Möbel und Dekorationen. Aber ich überlasse Professor Weasley das Lehren. Tragen wir das Zubehör für Sie zusammen. Einen Pflanztisch und eine Tränkestation, ja? Ich denke schon. Gut, es gibt nichts Besseres, als seine Zutaten selbst anzubauen und zu brauen, was man will. Wann man will. Wann man will, das ist das Stichwort. Schauen wir uns mal an, was wir haben. So, Zauberanweisung. Pflanztisch mit kleinem Topf. Schaltet die Fähigkeit frei, einen Pflanztisch mit einem kleinen Topf zu beschwören. Mit dem Topf kannst du viele nützliche Pflanzen züchten. Zauberanweisung, kleine Tränkestation. Schaltet die Fähigkeit frei, eine kleine Tränkestation zu beschwören. Perfekt geeignet, um alle deine Brauwünsche zu erfüllen. Das heißt, ich kann egal, wo ich bin. Okay. Falls es Sie interessiert, sehen Sie sich ruhig den Rest meines Inventars an. Kann ich mir nicht leisten. Das kann ich mir nicht leisten. In 10 Jahren vielleicht. Okay, der hätte auch Klamotten. Sorry, ich bin pleite. Kann ich mir doch auch keinen Besen leisten. Niemals. Niemals kann ich mir einen Besen leisten. So, jetzt noch zu den magischen Rüben. Habe ich bestimmt vorhin schon einmal gesehen und ich habe schon vergessen, wo es ist. Ach, hier. Lauf nur rüber. Geschrieben. So sollten die mal so einen Bioladen nennen. Prepare for war. Ja, wenn die Kobolde so weitermachen. Ich meine, ich wurde ja auch schon attackiert. Obwohl ich einen Schlüssel hatte. West Hogsmeade. Flurflamme entdeckt. Eine Seite. Die Seite 4 von 8 hatte ich, glaube ich, jetzt. Das zählt einfach gar nicht hoch. Guten Tag.
Ich glaube, die Seiten zählen, welche Seite du hast, weil ich, das war jetzt erst die zweite Seite und da stand 4 von, also 4/8. Also ich denke, die Nummer 4. Da hinten ist was. Ist ja gerade so geleuchtet. Also erstmal looten. Rebellio. Und da, genau. Handbuchseite. Der magische Rübenkarren. Dieser Karren gehört Timothy Teasdale, dem Inhaber der magischen Rüben. Er genießt es, mitten im Geschehen zu sein und sich vor dem Laden mit Kunden zu unterhalten. Ist hier noch mehr zum Looten? Frag für einen Freund. Warum sind hier Glühwürmchen? Revelio. Okay, die sind einfach nur so da. Oh, Kaninchen. Okay, da sind die Rüben. Okay, also ich bin hier beim Biobauern. Regionale Produkte immer kaufen, ist besser. Okay. Verzeihung, Sir. Professor Weasley hat gesagt, ich könnte hier Samen abholen. Ah, Diptam für den Neuzugang aus der 5. Das sind dann wohl Sie. Bei Merlins Bart. In der 5. Klasse in Hogwarts anzufangen, muss Ihre Welt auf den Kopf gestellt haben. Jo. Nein, gar nicht. Ich sehe das Ganze einfach als ein großes Abenteuer. Bravo! Nicht jeder hat das Temperament, um die Dinge so gelassen zu nehmen. Ich bin übrigens Timothy Teasdale. Das ist mein Laden, die magische Rübe. Ich habe den Wagen hier draußen, weil ich mich gerne unterhalte. Wenn ich nur drinnen sitze, bekomme ich ja gar nichts mit, nicht wahr? Das stimmt wohl. Neben Samen habe ich auch jede Menge Pflanzen. Ich züchte alles selbst. Meine Spezialität sind Zaubertrankzutaten. Selbst Pippin kauft bei mir. Aber genug von mir. Statten wir sie mit Diptam-Samen aus. Sagen Sie nichts. Sie suchen was Neues. Nee. Ich brauche nochmal erstmal die Diptam-Samen. Und wenn ich nächstes Mal vorbeikomme, kannst du den Spruch bringen. Kein Problem. So, Diptam-Samen. Schaltet die Fähigkeit frei, Diptam in kleinen Töpfen wachsen zu lassen. Jo. Sehen Sie sich um. Es gibt hier viele Zutaten, die sicher Ihr Interesse wecken. Ich Gut, könnte. Das ist alles. Ich sollte Sebastian suchen. Ja, ich weiß, was ich jetzt alles erledigt habe, aber ich könnte Malvenkrautsamen kaufen. Das Einzige, was ich mir leisten kann, und Dünger. Wenn Dünger schon 300 kostet. Boah. Das ist hier teuer. Inflation hat hier richtig reingeknallt. Richtig. So. Gehen wir zu Sebastian. Ja, ich gehe über die Brücke. Ich wollte zwar fast rüber den Fluss latschen, aber wir können auch ganz gerne so latschen. Alles gut. Kann man das mit dem Busch machen? Okay, ich kann den Busch zuschneiden. So. Gehen wir zu Sebastian. Kriege ich jetzt mein Butterbier? Oder 5? War hier shoppen, war anstrengend. Hab keinen Bock mehr. Ich brauche Belohnung. Ich nehme auch was aus dem Süßigkeitenladen. Kein Problem. Super gerne. Ich habe alles, was ich brauche. Perfekt. Hast du alles für deine Schwester bekommen? Das habe ich. Dann steht uns die Welt jetzt offen. Mal sehen, was wir sonst noch anstellen können. Nicht so voreilig, mein Lieber. Na toll. Was ist das, ein Ork? Oh Gott. Tja, was? Confringo! Oh Gott. Ich werde hier sterben demnächst. Gepanzerter Troll. Sprechen wir ihn denn überhaupt? Weiter!
weiter so! Ewig hält er das nicht aus! Findo! Confringo! Levioso! Na, nicht da lang! Ich glaube, ich sterbe gleich. Confringo! Was war das? Frage ich mich gerade auch. Genau das, was er verdient! Gut gemacht! Levioso! Achtung! Ja, ich... Nein, ich sterbe! Mein erster Kampf und ich sterbe. Confringo! Confringo! Ich sterb schon wieder hier. Levioso! Die Steuerung. Wieso greift er eigentlich mich an? Und wieso kann ich nur vorwärts rollen? Nur so als Frage mal. Wie viele Tränke habe ich eigentlich jetzt mal im Ernst? Levioso! Ich kann das nicht. Ganz recht, du tuppes Scheusal. Alles nach. Noch ein paar Treffer sollten reichen. Okay, jetzt. Ich habe nur noch zwei Tränke. Confringo. Boah. Greif den anderen Typi doch mal an. Descendo. Ich kann nicht so schnell ausweichen. Ich bin tot. Erste, was ich mache. Gleich ist Tränke kaufen gehen. Und er greift nur mich an. Das finde ich ein bisschen nicht sehr gut, sagen wir es mal so. Ja, ja. Wer ist tot oder bin ich tot? Mein erster Kampf lief scheiße. Ich habe alle Heiltränke verwendet. Noch ein Troll. Haben Sie beide etwa einen ausgewachsenen Troll gestellt? Alleine? Naja. Anscheinend. Ehrlich gesagt geschah alles sehr schnell. Bei Merlins Bart. Geht es Ihnen gut? Nein. Und wir helfen immer gern. Helfen ist eine Untertreibung. Mit solchen Nerven haben Sie das Zeug zur Aurorin, wenn Sie mich fragen. Will ich nicht wenn sein. Sie unverletzt sind... Könnten Sie beide mir vielleicht helfen, wieder Ordnung in ein paar Dinge zu bringen? Natürlich, Officer. Singer. Officer Singer. Und vielen Dank nochmal. Kriege ich von jemand Heiltränke geschenkt? Oh, hallo. Haben Sie kurz Zeit? Ich schaue mal, was er will. So, repariere den Schaden. Reparo. Das habe ich ja gelernt. Zum Glück haben sie nicht mehr zerstört. Ich glaube, ich Sachen einsammeln, oder? Nee. So gut wie neu. Ja, weil ich das gelernt habe. Gerade so. Aber, der Kampf... Professor Singer, eine Sorge weniger. Der Kampf lief nicht so gut. So war es von gar nicht. Muss ich da noch an die Steuerung gewöhnen. Das ist krass, also wenn man zu zweit ist, wird nur man, also Reparo. Werde ich angegriffen, sagen wir es mal so. Sowas mag ich ja immer nicht ganz so sehr. Schuss. Hm? Mächtiger Schaden ins Markgrün. Muss er Ausrüstungszauber auch mal auf jeden Fall lernen. So, das ist auch noch kaputt. Reparo. Der ganze Boden ist kaputt. Der gesamte Boden. Ach, sprich mit dem Ladeninhaber. Ich bin fertig mit Aufräumen. Ah, dann sprechen wir mit dem Ladeninhaber. Mr. Hill spricht in höchsten Tönen von dir. Erstmal
ein Tässchen Tee auf den Schrecken. Und danach reden wir weiter. Kann ich hier was einsammeln? Das ist eine Kiste. Ich brauche Geld. Ist hier noch was? Revelio. Da, die kann ich auch looten mit dem Auge, die Kiste. Okay, sind nicht umgekippt. Also, nee, kann ich nicht. Revelio. Levioso. Okay, ich weiß nicht, wie man diese Kiste öffnet. Vielleicht irgendwann später, die hat ja auch ein Auge. Vielleicht lerne ich das später, also ich hoffe doch. Dann ist noch eine Tasche, kann ich die auch looten? Erstmal das Wichtige, looten. Und danach geht's los. Okay, ich kann die Position der Figürchen ändern. Ist doch ganz nett. So, und was will er jetzt? Auch eigentlich mal auf den Schrecken mal kurz. Hallo, Sir. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin entzückt. Augustus Hill, Tuch- und Kleiderhändler der Extraklasse. Ich danke Ihnen für Ihre Tapferkeit im Kampf gegen diese Trolle. Ganz zu schweigen davon, dass Sie Hogsmeade wieder in einen ansehnlichen Zustand versetzt haben. War mir ein Vergnügen. Nein. Einen Orden des Merlin hätten Sie verdient. Aber ich kann Ihnen etwas viel Nützlicheres anbieten. Mir gehört Besenknechts Sonntagsstaat. In meinem Inventar befinden sich einzigartige Dinge, die einen gewissen Schutz bieten. Lebensrettenden Schutz. Da ich annehme, dass das nicht Ihre letzte gefährliche Auseinandersetzung war, gebe ich Ihnen einen Satz solcher Roben. Zum Dank für Ihre heutige Tat. Cool, nehme ich. Die Auswahl im Lionstür, das kann ich nicht annehmen. Vergiss es, ich bin armer Schlucker. Ich kriege überhaupt kein Geld, ich nehme es. Danke, Mr. Hill. Das ist sehr großzügig von Ihnen. Das ist doch das Mindeste. Dann probieren wir das hier doch mal an, ja? Wir haben heute viele Waren. Lassen Sie sich Zeit. Ja, ich habe aber kein Geld für irgendwas. Besonders ist es gar nicht verfügbar. Ich bin einfach noch zu schlecht. Hier, traditioneller Schulumhang. Ich nicht einen Umhang um? Offensive, 5 Punkte. Gratis ist... Ah, okay, ich könnte... Ich habe eine neue Ausrüstung erhalten. Verbessere sie jetzt. Deine aktuelle Verteidigung und Offensive werden rechts oben in dem Bildschirm angezeigt. Mhm. Achso, und jetzt kann ich die Sachen hier rüberpacken. Wähle den Platz für Mäntel und Umhänge und drücke die Taste. Okay. Was habe ich denn hier? Ich habe traditioneller Schulumhang, Wollmantel, ist das nicht ein bisschen warm, und nichts. Bei der Wollmantel, wo auch immer ich den hier habe, ist besser, also nehme ich den. Sieht nicht gut aus. Aber ich könnte die anderen Sachen hier auch noch kaufen. Ich habe aber einfach noch keine Cola. Ich würde es auch nicht kaufen, aber ich weiß, dass ich es da kaufen kann. Ich finde, wir haben uns ein Butterbier verdient. Meinst du nicht? Dann vergesse ich vielleicht, dass ich fast zu Trollfutter wurde. Da bin ich ganz deiner Meinung. Perfekt. Die drei Besen sind gleich hier lang. Jawohl, ich verkaufe noch mehr kampftaugliche Gegenstände, wenn Sie welche brauchen. Schauen Sie sich nur ganz in Ruhe in meinem Laden um. Nee. War mir schon zu viel. Ah, so ein Umhang hat schon mehr Style. Wenn da drin nicht das totale Chaos herrscht, triffst du vielleicht Sirona, die Besitzerin. Es ist gut, sie zu kennen. Wenn du meinst, ich bin mir nicht sicher. Na toll. Was machen die da? Oh. Du sagtest, du kommst in Hogsmeade an das Kind ran. Der Arsch. Dass du lediglich eine Ablenkung brauchst. Und die habe ich dir gegeben. Ich habe gerade gesehen, wie deine Ablenkung beseitigt wurde. Wer ist dieses Kind? Was verschweigst du mir? Du musst nur wissen, wenn du nicht an das Kind rankommst, dann bist du für mich wertlos. Weg hier.
wurden wir entdeckt? Ich glaube nicht. Was hat der Kobold mit Victor Rookwood zu schaffen? Renrock arbeitet mit Rookwood? Der Kobold vom Tagespropheten? Ich wusste, dass ich ihn kenne. Schnell, los, gehen wir in die drei Besen rein. Es artet hier noch aus. Es war schön, dich zu sehen, Lord Gok. Ich sag Bescheid, wenn ich was höre. Danke, Sirona. Dann bis bald. Auffälliger reingehen geht nicht. Oh, was kann ich... Oh, ein neues Gesicht in meinem Laden. Ich bin das erste Mal hier. Willkommen. Ich gebe euch einen aus. Einen? Dieser Angriff. Ich schaue später nach den Ladenbesitzern und Bewohnern. Immerhin sind sie wohl auf. Ich hatte Hilfe. Hat ganz allein einen Troll besiegt. Wirklich? Gut gemacht. Vielen Dank. Aber gern. Im Ernst. Trolle in Hogsmeade? Das hatten wir ja noch nie. Merkwürdig. Mhm. Die einzigen Unholde, die uns plagen, sind sonst... Ah. Wie passend. War das Lord Gok gerade eben? Die Kundschaft war auch schon mal besser, Sirona. Keine Sorge, Victor. Wenn sie erst weg sind, wird das meiner Kundschaft nur zuträglich sein. Würde ich an ihrer Stelle lassen, Theophilus? Na, na. Das Theater können wir uns doch sparen. Mm-mm. Ich bin nur aus einem Grund hier. Mein Gast genießt ein wohlverdientes Butterbier. Es dauert nicht lang. War ich nicht deutlich genug? Bodyguards. Mein Gast ist gerade beschäftigt. Man sollte meinen, dass ihr genug Blut vergießen hattet. Nö. Komm, Theophilus. Mit den drei Besen geht es bergab. Ist unsere Galeone nicht wert? Du kannst nicht ewig Butterbier trinken. Oh doch, glaub mir mal. Kein Ding, schaff ich. Sie haben sich einen mächtigen Gegner gemacht. Vorsicht! Rookwood und Harlow sind schlimmer als alle Trolle dieser Welt. Trolle? Renrock und Rookwood? Was verheimlichst du mir? Das frage ich mich auch. Ich werde dir alles erzählen, aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. In diesem Sinne, ich denke, wir sollten zum Schloss zurückkehren. Mhm. Okay. Zurück. Was ich aber schauen wollte, wie bin ich jetzt zur Ausrüstung gekommen? Ich hatte da noch vor noch mehr. Hier. Uniform des Vertrauensschülers mit Weste. Boah, wieso bin ich Vertrauensschüler? Okay, sieht doch ganz schick aus. Ist ein bisschen, kann ich auch eine Hose haben? Ich mag keine Röcke. Gibt's Hosen? Gibt's Hosen? Oder kriege ich keine Hose, weil ich eine Hexe bin? Mal gucken, ich bin mal gespannt. Ich mag keine Röcke. Aber hier, ich habe doch einen Schal bekommen. Prächtiger Schal in Smaragdgrün, zwar... Okay, es ist aber blau. Oh, Petrol, ich liebe Petrol. Bleibt an. Stylisch unterwegs. Gesichtsbekleidung hätte ich auch, ja. Orangene Mulch-Augenschutzbrille. Auf gar keinen Fall. Also ich hätte hier eine Brille. Nö. Bringt ja auch nichts. Und damit laufe ich bestimmt nicht rum. Bestimmt. Die sieht aus wie eine Schwimmbrille mit aufgeklebten Sachen. Also wegen diesem Dingsel, was da vorne ist. Sieht es aus wie so eine Schwimmbrille, wo man das sonst immer an der Seite hat, um die so festzuziehen. Oh, nee, bloß nicht auflassen. Sorry. Nee. Einfach, nee. Okay, dunkle Schiebermütze. Wie ist denn das, wenn ich jetzt die Mütze aufsetze? Okay, meine Frisur bleibt gleich. Sieht nicht gut aus. Sieht einfach nicht gut aus. Handbekleidung? Handbekleidung. Handschuhe könnte ich anziehen.
echt ein bisschen krass. Zauberstabgriffe, so. Cool. Ach so, dann. Ja. Da bin ich mal gespannt. Ah, der Schal ist cool. Der Schal ist cool. Muss ich jetzt ja mal sagen. Aber gehen wir nach Hause. Das war ja auch hier. Das war ein langer Tag. Ich will nur noch ins Bett, ist die Aufgabe. Ja, verstehe ich. Ich habe auch keine Heiltränke. Ich bin froh, dass Sirona da war. Ich sagte doch, sie ist eine von den Guten. Ja, das sehe ich. Sie schien gar nicht eingeschüchtert von Rookwood und Harlow. Du musst mir aber erklären, warum Victor Rookwood es auf dich abgesehen hat. Vielleicht später. Erstmal sollten wir zurück ins Schloss. Mhm. Professor Weasley erfährt sicher bald von dem Trollangriff, wenn sie es nicht schon weiß. Ich riskiere lieber keine Strafarbeit, weil wir zu spät zurückkehren. Nicht, ich dachte. Ich dachte, wir legen jetzt so richtig los. Am ersten Tag direkt Hausarrest, nenne ich es mal, dass es so richtig gut läuft. Du musst für die Nacht in den Gemeinschaftsraum zurückkehren. Nutze die Karte. Kann ich jetzt nicht einfach, genau, Schnellreisepunkt machen? Karte von Hogwarts. Schnellreise zu deinem Gemeinschaftsraum. Ist ja jetzt eine gute Frage. War der hier? Nee. Eine gute Frage. Die große Treppe. Hier, oder? Der Südflügel? Nein. Wäre auch mal ein Tipp, wo mein Gemeinschaftsraum ist. Da nicht. Große Halle vielleicht. Ich kann ja noch nicht viel reisen. Da gibt es einen Punkt. Gemeinschaftsraum von Ravenclaw. Ah, aber ich muss nicht in der Nähe von einem... Ich hätte jetzt gedacht, ich muss in die Nähe von diesem... Damit ich es werfen kann. Also, erstmal muss ich Flohsamenpulver mal dabei haben. Und das Zweite ist, warum muss ich nicht in der Nähe von einem sein, um überhaupt schnell reisen zu können? Das wundert mich. Weil ich kann sonst ja auch nur von Kamin zu Kamin oder so. Das ist ja kein... Also... Ja... Okay, aber vielleicht, weil es schnell reisen ist und so. Aber Leute, ist das meine Eule? Nee, ist nicht meine Eule. Das wäre meine Eule. Kann ich die Eule? Eine Nachricht, ich habe eine Nachricht. Du hast Eulenpost erhalten. Ja. Trotzdem würde ich sagen, weil ich wette, da gibt es die nächste Info für uns, würde ich sagen, hier mache ich jetzt einen Break, bevor die nächste Story losgeht. Und es war mir wie immer ein zauberhaftes Blumenpflücken. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.